Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Spyro 3. Wir sind ja immer noch im Kristallinsel-Level. Und ja, gehen jetzt hier raus, nachdem wir ein paar Maulwürfe auf den Kopf gehauen haben. Aber auch ein paar Zwergen leider. So. Mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Ich weiß nicht genau, wo der Schlüssel sein soll. Also hier ist der komplette Anfang. Okay. Hier ist die Treppe. Ich habe bisher nicht gesehen, irgendwie so eine Höhle oder so. Also eine Wand, wo ich gegenschießen kann. Ah, cool. Da ist doch der Schlüssel. Okay. Zufällig was entdeckt. Einfach mal gesagt, ich flieg mal hier rum jetzt. So, wen haben wir denn hier? Es ist Grace. Mit der Kappe. Also fehlt noch ein Ei. Oh, hier fliegen Sachen rum. Gibst du Leben? Hallo? Jetzt. Ja, Sparks tut ja nur einsammeln, wenn er nicht frisst. Was für ein. Muss ich ja. Ne, ich muss ihn nicht. Okay. Ich will jetzt zurück runterfliegen. Okay, das gleiche müsste auch irgendwo anders sein. Komm her. Schön, dass sie diesmal bleiben, die Sachen. Okay, wir müssen erstmal zu der Kiste. Bleibt der Strudel? Ja, der Strudel bleibt. Aber wir haben noch fast, kann man die Hälfte eingesammelt von den komm runter. Danke. Von den, wie heißen sie jetzt? Edelstein. Da ist auf jeden Fall der Schlüssel, den wir brauchen. Den haben wir eingesammelt jetzt. Ui, und er passt genau. Ha, genau. Oh, schön. Auf jeden Fall viel. Planen wir dann durch jetzt? Ja, Sparks Welt gibt es auch noch. Relativ spät. 150. Ah, okay, ein bisschen weniger als 150 noch. Okay, dann probieren wir jetzt mal. Gucken, ob wir noch irgendwo so ein Level-Ding finden. Da gibt es hier noch ein. Es gibt noch ein zweites schwarzes Level. Hab ich da vergessen. Wo war das jetzt? Relativ da, wo das Ende war. An der gegenüberliegenden Seite. Ah, stimmt mal, Turbo. Und zwar. Da. Da. Skateboardbahn, oder? Oh, ein Leben. 9 Leben haben wir jetzt, dadurch. Ui, Rutschpartie. Was ist das? Nein. Oh Gott. Ja, das kann was werden. 8 Leben. Schade, ich dachte, du gibst immer ein Leben, wenn man runterfällt. Das ist schwerer als gedacht, ey. Boah, ja. Schön. Erste Kurve gerade eben nicht geschafft. Also wir haben 8 Leben. Das heißt, wir hatten 8 Leben, jetzt haben wir nur 7. Ne, 9 hatten wir. Das heißt, ich kann 9 mal runterfallen. Eigentlich 8 mal nur. So mit Bande. Boah. Wieso fahre ich immer so nah an einer Ecke vorbei? Was ist das? Nein! Och komm! Jede Kurve fliege ich einmal runter. Kann ich auch vorher springen? Ja, aber hat nicht viel gebracht. So. Nutzen wir halt die Bande diesmal.
Okay, Bande benutzen ist auch irgendwann beschissen. Wieso ist hier eine Rutschbahn? Boah, das war eine Kurve, die sind nicht runtergefallen. Oi. Nein, Sparks hat nicht alles eingesammelt. Na toll, dann bin ich hier runtergefallen. Weiter geht's. Was heißt weiter geht's? Nächster Versuch halt, ne? So. Es geht immer im Dunkelblauen bleiben irgendwie. Das ist dann... Uiuh. Kann man nicht irgendwie bremsen oder so? Okay, ich habe wieder einen Edelstein vergessen. Hey, noch ein Edelstein. Sparks, was machst du denn? Vorsicht. Hast du jetzt alles eingesammelt, Sparks? Ich hoffe es für dich. Nein. Hat er nicht. Nein, wir kommen da nicht dran. Nein, wir fallen schon runter. Das heißt, wegen einem Edelstein, da darf jetzt den ganzen Weg... Nochmal, jetzt haben wir wieder vier. Na ja, okay. Also, ja, das ist manchmal komisch. Ah, die Kurven, die sind auch manchmal nicht komplett rund. Die machen irgendwann auch einmal zu, manchmal machen sie auf. Ich werde immer schneller. Aber schade, warum kann man da nicht fliegen? So, jetzt muss ich den Edelstein einsammeln. Oder Sparks eher gesagt. Danke sehr, Sparks. Jetzt haben wir auch alle. Wachenei? Hallo. Einfach hin. Da. Elios. Jetzt haben wir alle Dracheneier. Gesundheit. So. Wie viele sind hier aber drin? Einmal ein Fünfer. Einmal ein Fünfer. Und noch ein Fünfer. Okay, wie viel fehlen uns dann noch? Ich kenne mich ja, dass meistens so ein bisschen fehlt. 10. Jetzt fehlen mir wieder 10 Edelsteine. Wie habe ich das immer, dass mir irgendwie 10 Edelsteine immer fehlen und so. Oder 15 bis... Oder 20 bis 15 Edelsteine nur. Oder ich darf ganze Level wieder rumrennen, um die Edelsteine zu suchen. Ist hier irgendwo der Anfang nochmal gewesen? Hier war der Anfang. Plus habe ich den Wasser vergessen. Ja, also den Wasser nicht. Komm runter. Ja gut. So falle ich dem Sinn nicht ganz runter. Vielleicht gibt er mir ein Leben. Nein. Tut mir zwar sehr leid für die Tierchen, aber anders geht's nicht. Jo, alles klar. Ab ins Wasser nochmal. Nein. Das wäre dann das erste Level, was wir komplett abgeschlossen hätten hier. Deswegen will ich jetzt die 10 Edelsteine finden. Du kannst mich später zappen. Danke. Wie freundlich diese Level hier sind alle. Da war das Drachenei. Irgendwas, was man mir angucken? Nein. Hätte sein können. So, hier ist... Nein. Wo bin ich? Okay. Mit einer großen Wand kann man zumindest hochspringen. Da passiert dann nicht allzu viel. Hm. Jetzt bin ich gerade so langsam. Ich habe das fast ganze Level... Nein! Oh. Zumindest das grobe Level. Also ich glaube nicht, dass dieser Rutschbahn auf jeden Fall habe ich nichts vergessen. Da bin ich ja oft genug runtergerutscht.
Im Wasser vielleicht nochmal. War ein Zehner beim Wasser? Das wäre echt groß. Och, Mann. Jetzt auch kein Leben. Hui, Manu. Hätte ja sein können, dass das funktioniert. Och, was ist los? Das ist nicht mehr. Wenn hier gerade der Wurm drin ist, dann richtig. So. Hier waren wir gerade eben. Ah, könnte natürlich sein. Okay, da war jetzt auch nichts. Da war ja diese große Sache. Auch kein Leben. Flieg hier nochmal rum. Oder hoch oben drauf. Weil ich ja hier nochmal was, was ich irgendwie vergessen hatte. Und hier der Schlüssel. Das war. Ah, der lässt sich schön schmecken. Oh ne. Ich dachte schon wie irgendwie Teil 2, dass man die ankokeln muss. Um vielleicht ein paar Edeln zu bekommen. Okay. Jetzt so langsam bin ich wirklich dann. Landung! Nein! Ich bin zu tief. Mann. Drei. Noch drei Leben. Das wird sehr schwer am Schluss, würde ich sagen, mit drei Leben. So. Jetzt. Oh! Wo könnten die sein? Da können wir hier nochmal gucken. Vielleicht habe ich hier irgendwo wirklich was vergessen. Man kann ja nie wissen. Kann ich sauen? Nein. So, der Zauberer ist ja weg. Dann komme ich hier rein. Okay, das heißt, ich habe mit Spyro was vergessen. Alles klar. Dann mal gucken. Weil ich habe in der letzten, in der vorigen Folge gesagt, dass ich nicht versuche, alles zu finden. Ich werde doch versuchen, alles zu finden, auf jeden Fall. Kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. In dem Moment habe ich jetzt dann, wollte ich das nicht finden. Aber ich sehe auch nichts glitzern hier. Außer die Feen. In der Rutschbahn war auf jeden Fall auch nichts mehr. Also wenn ich da nicht mal eins, obwohl ich vor dem Eingang vielleicht, bevor man losfährt. Nö. Okay, wir probieren es nochmal. Vielleicht habe ich doch am Schluss einen vergessen, man weiß. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber. Ja, aber das Problem ist am Anfang, man muss versuchen, die Edelsteine einzusammeln. Wenn man dann die nicht mehr einsammeln muss, ist das Ding irgendwie doch leichter, irgendwie leichter geworden. Achtung, da sage ich und falle runter gleich. Ne, also Edelsteine sind ja auch keine mehr. Das heißt, ich habe es im Hauptlevel vergessen.
Das ist dann, ja. Wo könnten die sein? Kannst du jetzt rumfliegen, wie ich lustig bin? Aber schaffen wir das dadurch trotzdem nicht. Irgendwie. Ja, ich probiere nochmal. Ich fliege noch einmal rum. Wenn nicht, dann muss ich später nochmal wiederkommen. Ja, ich puste einfach mal an. Also hier war ich definitiv hier oben. Das zeigt mir nichts an. Weil die ganze Zeit nicht funktioniert, warum der mir nicht anzeigt. Kann, warum der mir das nicht macht. Der mag mich nicht. Hier blinkt auch nichts. Kommt sicher an so richtig simplen Ecke am Schluss. Vorsichtig. Hui, ja. Schildkröte. Da muss ich wirklich mal. Es wird nicht besser mit diesem Edelstein hier. Habe ich einfach, oder habe ich vielleicht keinen Gegner, irgendeinen Gegner nicht besiegt? Naja, dann kommen wir später wieder. Dann fliegen wir aber jetzt vorher, bevor wir hier irgendwas machen, nochmal zum Abendsee. Weil den könnten wir eigentlich sauber machen. Weil dadurch, dass wir jetzt den Affen haben, ab zum Abendsee. So. Okay. Wie es hierbei weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich da freuen, wenn ihr dabei seid. Also dann. Ciao.